Präzision in Kunststoff. Dieser Slogan von Hörl Kunststofftechnik in Laufen definiert einen sehr hohen Anspruch. Konkret bedeutet er Toleranzen von gerade mal einem Hundertstel am fertigen Kunststoffteil. Das wiederum verlangt höchste Präzision von den Werkzeugmachern. Sie haben in Stahl und Eisen gerade mal Toleranzen im einstelligen Mikrometerbereich. Wie Sie diesen Herausforderungen begegnen und welche Rolle dabei eine Tuschierpresse Millutensil BV28E-RG spielt, schauen wir es uns an. Die Kunststoffteile bei Hörl stellen nicht nur in Bezug auf die Toleranzen sehr hohe Ansprüche an die Werkzeugbauer. Auch die entsprechenden Oberflächenqualitäten müssen in den Werkzeugen abgebildet werden. Deshalb ist der Werkzeugbau technisch sehr gut ausgestattet. So stehen beispielsweise mehrere Schleifmaschinen zur Verfügung. Im Bereich Drahterodieren setzen die Werkzeugbauer auf Anlagen von Mitsubishi. Beim Senkerodieren ist Exeron der Partner der Wahl. Die Elektroden sind übrigens in der Regel aus Kupfer. Beim Fünfachsfräsen setzen die Werkzeugbauer auf einen Maschinenpark aus Makino, GF Machining Solutions und Hermle. Hier werden hochpräzise Teile gefertigt, die dann in der Montage in den Werkzeugen verbaut werden. Auch hier ist das Equipment auf dem aktuellen Stand der Technik. Beispielsweise dieser Tisch von Meusburger, der es erlaubt, auch schwere Werkzeuge leicht von Hand zu verschieben. Grüße Gott, Herr Heinl. Sie sind Werkzeugbauleiter bei Hörl Kunststofftechnik in Laufen. Sagen Sie mal, was sind denn die besonderen Herausforderungen bei Ihren Werkzeugen? Ja, die besonderen Herausforderungen sind bei unseren Werkzeugen. Das ist die erste Linie, die Präzision. Wir fertigen Bauteile im Mühbereich. Und wir haben auch Werkzeuge, die dann temperiert sind, durchgängig entweder gekühlt oder geheizt, je nachdem wie die Gegebenheit ist. Man sieht es ja auch da, wir haben jetzt da oben alles mit Kühlungen angeschlossen. Und wenn wir das jetzt in der Presse haben und das geheizt oder gekühlt wird, dann hat man denselben Ablauf wie in der Spitzgussmaschine, wo man jetzt diese Teile fertigt. Dann haben wir auch dasselbe Tuschierbild und dann gehen wir von der Präzision auch von der Presse in denselben Zustand in die Spitzgussmaschine rein. Das heißt, Sie sind hier in Stahl und Eisen im Mühbereich, ja. Im Kunststoffbereich suchen Sie das Hundertstel. Im Kunststoffbereich haben wir Bauteile in verschiedenen Sparten, aber wir haben Bauteile auch, die plus minus ein Hundertstel am Kunststoffteil bemaßt sind. Und das ist eine sportliche Herausforderung, dann wenn man auch seine Werkzeuge in 8, 16-fach oder 48-fach baut, da ist einiges dahinter. Warum sind Sie ausgerechnet auf eine Tuschierpresse von der Firma Millutensil gekommen? Was hat Ihnen da so gefallen? Ja, also ich habe in erster Linie mal Tuschierpressen gesucht und bin dann auch ins Internet gegangen, YouTube, und habe auch dann verschiedene Pressen gesehen. Mir ist jetzt vorgekommen, dass eben von der Baureihe oder von der Baugröße die Millutensil für uns absolut den richtigen Platz darin hätte, weil wir sind im ersten Stock jetzt und manche bauen Höhe auf und die ist jetzt von der Größenordnung jetzt für uns optimal. Wir haben bei der Presse noch Kernzüge dazu bestellt, wir haben einen Drehteller noch einbauen lassen, da wir 2K-Werkzeuge haben und da ist eben der Fall, wenn wir tuschieren, dann dreht sich der Tisch um 180 Grad und dann wird nochmal neu tuschiert und dann haben wir eben auf beide Seiten das gute Tuschierbild. Sonst müsste man wieder abspannen, wieder irgendwie das hintergehen. Also die Presse, so wie sie jetzt bei uns da steht, ist eigentlich für uns optimal jetzt. Das heißt, Sie haben sich aus dem Internet informiert, von Bekannten. Können Sie die guten Erfahrungen bestätigen? Ja, also wie gesagt, von den Bekannten die gute Erfahrung, was wir gehört haben und auch jetzt, was wir YouTube gesehen haben im Video, ist doch einiges zum Sehen, was dann auch dazu verlockt, diese Maschine mal anzuschauen. Und wir sind selber jetzt auch begeistert von der Maschine. Wenn irgendwann nochmal eine kommen sollte, dann würden wir uns mit Sicherheit nochmal für eine Millutensil entscheiden. Für die gewünschte Werkzeuggröße ist die Tuschierpresse Millutensil BV28E-RG eine der wohl kompaktesten Maschinen.
Die Presse ist schon von Haus aus sehr gut ausgestattet. So lässt sich beispielsweise der Obertisch in eine bequeme Position schwenken, sodass die Arbeit am Werkzeug in einer ergonomisch sinnvollen Position erfolgen kann. Der Untertisch mit dem auf Wunsch der Werkzeugbauer realisierten Drehteller für die 2K-Werkzeuge lässt sich komplett aus der Presse herausfahren und ebenfalls in eine ergonomisch sinnvolle Position schwenken. Hier realisierten die Pressenbauer von Mill-Utensil einen Sonderwunsch. Der Tisch lässt sich nämlich nicht nur auf die standardgemäß üblichen 75 Grad schwenken, sondern senkrecht stellen. So lässt sich das Werkzeug per Kran an die Tischoberfläche anlegen, dort fixieren und kann so entsprechend auf der Presse befestigt werden. Das erleichtert die tägliche Arbeit ungemein. Ebenfalls als Sonderwunsch realisiert wurden die Anschlüsse für die Kernzüge am Untertisch. So lässt sich auf der Presse ein kompletter 2K-Spritzgießzyklus simulieren. Die Presse bietet den Werkzeugbauern die Genauigkeit, die sie für ihre Arbeit benötigen. Sie lässt sich dabei einfach und vor allem auch sehr sicher bedienen. Dass die Tuschierpresse Mill-Utensil BV28E-RG schon von Haus aus sehr gut ausgestattet ist und dass sie die wohl kompakteste Maschine für die angepeilte Größenklasse an Werkzeugen ist. Nun, das alles kam dem Team um Werkzeugbauleiter Alfred Heinl sicher sehr entgegen, als es um die Entscheidungsfindung ging. Wirklich interessant wurde es indes bei den speziellen Anforderungen. Beispielsweise dem Untertisch, der sich nicht nur auf 75 Grad aufstellen lassen sollte, sondern auch senkrecht, um gleich mit dem Kran die Werkzeuge zu beladen. Oder der zusätzlichen Absicherung durch Lichtschranken. Oder der Kombination von Kernzug und Drehteller, die insbesondere bei Mehrkarwerkzeugen in diesem hohen Präzisionsbereich ja unheimlich wichtig ist. Und. Die Pressenhersteller bei Mill-Utensil ließen sich nicht lange bitten und setzten die Wünsche zügig und professionell um. Standard kann eben jeder. Aber wenn es darum geht, individuell auf seine Anwender einzugehen, da scheidet sich die Spreu vom Weizen.